heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei Guild Wars. Ja, letzte Folge haben wir neue Truppenmitglieder gefunden, die entkommen sind dank Logans Hilfe und Trahans Hilfe. Wir haben die aber leider noch nicht gefunden und sind jetzt mit der Gruppe haben wir uns wieder gesplittet und sind jetzt auf dem Pfad nach Rutternovus. Wir stehen hier vor einem Portal. Ich würde sagen, ohne lange rumzufackeln, legen wir los und... sind wir jetzt hingekommen? Oh, okay, wir sind auf jeden Fall schon mal unsichtbar und wir müssen hier lang. Okay. Nutzt den Nurpfad, um Rutternovus zu finden. Ich glaube, wir müssen hier lang. Sehr cool, das Ganze bisher. Die Karte haben wir auch schon komplett erkundet. Okay. Ich kann mich da gar nicht mal dran erinnern. Das ist schon so lange her bei uns, dass ich das Ganze aktiv gespielt habe. Und wenn, dann war ich eher so der Nebenpart und habe es aktiv eigentlich nicht wirklich gespielt. Sondern... Mein Freund war der aktive Part in den Szenarien mit seinem Bruder, mit seinem Vater. Wir spielen das immer zu viert. In die Richtung. Und es ist halt etwas anderes, wenn man nur zuguckt, nichts groß machen kann, darf, um jetzt dann halt alles machen zu müssen. Das ist halt schon krass. Okay, was ist jetzt? Wir haben was abgeschlossen. Okay. Der Weg hinein abgeschlossen. Alles erledigt. Alles erledigt, okay. Und jetzt müssen wir... Ah, da unten haben wir eine Geschichte. Friedensstifter berichtet. Ja, wir wollen ab nach Rutternovus. Mal gucken. Hi, wir Leute. Müssen allmählich los. Wo ist Heimi? Ich habe ihr abgeraten. Aber sie zog los, um alten Kram zu untersuchen, den sie für unheimlich faszinierend hielt. Die Zeit drängt, aber wir können sie hier nicht allein lassen. Wartet, Leute! Na, da ist sie ja. Oh, was ein Glück. Jetzt flustert euch nicht so auf, mir geht's gut. Zum Glück, kleine Maus. Wir haben keine Zeit, hier abzuwarten, während ihr neues Spielzeug ausprobiert. Der Drache wird nicht bloß rumsitzen, bis wir die Forschungsergebnisse der Rutternovana gefunden haben. Leider ja. Na schön, aber wir können nicht länger warten. Dringt in die Stadt Rutternovus ein. Okay, mal gucken. Das sieht so cool aus. Also diese Felsen, schön lila. Tislak hatte recht. Die Stadt scheint längst tot zu sein. Hier finden wir wohl keine Verbündeten für unsere Sache. Oh, man weiß ja nie. Sind es keine neuen Verbündeten, aber irgendetwas ist hier. Ich spüre etwas, das definitiv nicht asurisch ist. Okay. Möglicherweise sind es... Oh! Chuck? Genau, wie seid ihr? Ah, verstehe. Die können sich durch ein Dings buddeln, ne? Bestimmt irgendwie so. Ja. Dort ist ein Nexus für Ley-Energie. Ich vermute, sie kanalisieren die Energie sogar irgendwie. Großartig, wohlgenährte Chuck. Schätze, die sind schuld am Untergang dieser ganzen Stadt. Gut, dass das... ihr euren sicheren Golem klettern könnt. Ah, da ist das hier ist kein Ort für Asura. In meinen sicheren Golem? Was soll das denn? Vielleicht braucht ihr ja meinen sicheren Golem. Was? Das sage nicht ich. Das sagt die Natur. Okay. Na schön, es reicht. Beeilen wir uns etwas, Leute. Okay. Wo müssen wir hin? Findet die Forschungsergebnisse über Altdrachen. Haben wir hier irgendwo... Okay, wir haben ein sehr großes Gebiet. Wir können nicht unsere Himmelsschippe benutzen. Wir müssen alles zu Fuß machen. Jetzt habe ich es doppelt geklickt. Was ist das? Aufgegebene Wachgolem. Oh,
Okay, da haben wir schon mal nichts gefunden. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Aufgeladen. Und gucken uns um. Ich weiß nämlich nicht genau. Okay, ich glaube, da kommen wir wieder raus. Das ist die falsche Richtung. Hier sind so komische Dinge. Okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Aber es ist kein Eingang, leider. Es sieht schon cool aus. Muss man schon sagen. Haben sie schon echt cool gemacht. Da ist ein Wasserfall. Ha, was ist hier? Ha, guck mal. Hier ist ein Eingang. Aber hier kommen wir nicht rein. Okay. Wir müssen das Labor finden, in dem sie ihre Drachenforschung betrieben haben. Wie schaffen wir das am besten? Ja, bitte. Habt ihr einen Tipp? Wenn wir die Stadt anknipsen, könnte Schreddle vielleicht den Ort der größten Energieaufnahme finden. Das ja. Müsste das Zentrum ihrer Forschung sein. Klingt vernünftig. Wie schaltet man hier die Energie wieder an? Das habe ich untersucht, bevor ihr hierher kamt. Kein Spielzeug ausprobiert, Graham. Jedenfalls haben die Ley-Energy auf andere Weise umgewandelt und genutzt. Mhm. Beeindruckend. Das ist ein inaktiver Ley-Kollektor. Wir könnten so viele manuell einschalten, dass der Saft wieder fließt. Aber das merken die Chuck und dann kommen sie. Mhm. Das ist es wert. Fangt an. Beschützt Timmy, während sie die Ley-Dinge einschaltet. Okay. Tiny, okay. Ich bin froh, dass diese Chuck fordernd genug sind, um mich für Mord und Moss auf Trab zu halten. Das stimmt. Wenn ihr auf Kämpfer aus seid, habe ich gute Neuigkeiten für euch. Mhm. Je mehr wir einschalten, desto mehr Chuck locken wir an. Also, ja, Mathe. Tödliche Mathe. Macht einfach weiter, Timmy. Wir kümmern uns um alles, was da kommt. Genau. Wo gehst du hin, Timeline? Okay, ich gehe Timmy hinterher. Der Rest auch, oder? Ja, okay. Ah, dann müssen wir bestimmt dahin, wo wir eben schon lang gelaufen sind. Bestimmt hier müssen wir dann rein und finden die Ergebnisse. Gehe ich mal stark von aus. Na los, du Blöder! Dusch, jetzt haut sie das Teil. So. Spürt Feuer! Sei mir zu Dienst! Aufgeladen! Timmy, geh du vor allem mal ein bisschen zur Seite, ne? Nicht, dass dich irgendwie jemand noch kaputt macht. Das wäre nicht gut. So, wo geht's jetzt? Ah, da ist der nächste. Okay, aber hier ist... Nix. Mal gucken, wie viele sie anschalten muss. Da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt der dritte, den wir einschalten. Ich hoffe, wir müssen nicht durch den ganzen Raum rennen, weil dann wird es eine lange Folge. Dann tut es mir sehr leid. Schnappt euch einen Kaffee oder irgendein Getränk, was zu essen. Macht es euch gemütlich. Weil wenn wir den ganzen Raum machen müssen, weil wir sind beim Rumlaufen, habe ich weitere gesehen, die wir da... auch eventuell anmachen müssen. Noch mehrere Kollektoren, bis die Stadt wieder angeht. Was heißt, wie viele? Wenn alles abgeschaltet ist, wo kommt dann das Licht her? Ja, das ist eine gute Frage. Und die Ratanovaner hatten eine gute Antwort. Welche denn? Die Leuchtkörper über uns sind eigentlich Bündel optischer Kabel, die zur Oberfläche führen. Okay. Durch sie kommt Sonnenlicht hier runter, ohne Energieaufwand. Das ist cool. Und man hat trotzdem Tageslicht. Das ist genial! Das stimmt. Wir sehen noch, wie sie ein Problem mit der Durchlüftung unter Tage gelöst haben. Das könnte das Bauwesen der Asura revolutionieren. Dann weiter. Stehen finden wir nichts. Ziehen wir weiter. Los, weiter geht's. Dass wir hier... Ist das wieder so ein Teil? Nee, ne? Da ist so ein Ding wieder. Oder, Timmy?
Ne? Das ist so ein Ding wieder. Und da ist dann das Pult. Oder macht sie den als erstes? Ne, sie macht den hier. Okay. Ist schon cool. Sehr, sehr cool hier. Böses Ding. Die Tür hat sie aber noch nicht geöffnet. Ihr seid ungewöhnlich still, Karnach. Lenkt der Ruf euch ab? Eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist still hier unten. Das ist doch gut. Mordremonts Stimme wuchs zu einem großen Brüllen an, als wir uns näherten. Hier ist sie ein Flüstern. Eine willkommene Ruhepause. Vielleicht haben die irgendwie Abwehrsysteme drin. Kommandeur, ihr beleidigt mich. Ich habe nicht vor, mich dieser Bestie zu überlassen. Bleib weiter stark, Knach. Bleib bitte weiter stark. Wir brauchen jeden Verbündeten an unsere Seite, um dieses Vieh zu zerstören. Machst du das Ding auch? Ja, klar, machst du das. Okay. Ja, vielleicht haben die irgendwie ein Abwehrsystem. Oder das ist so weit unter der Erde, dass der da nicht rufen kann. Mortonus, keine Ahnung. Wir lassen es überraschen einfach. Ne? Aber im Eck ist noch einer, der hat sich versteckt. Nur noch ein paar mehr und wir haben genug Energie, um die verbleibenden Systeme in Betrieb zu nehmen. Okay. Wie viele brauchen wir dann? Mit Schwadl kann ich herausfinden, wo all die Energie hinfließt. Okay. Gut. Wir finden ein Labor. Mit etwas Glück sogar ihre Drachendaten. Kümmern wir uns mal um das letzte gute Stück. Wartet, wartet! Ja, was dann? Sie empfängt ein paar ungewöhnliche Werte. Sieht aus wie... Es ist eine Golem-Signatur. Altmodisch. Aber anders als alles, was ich je gesehen habe. Heißt das etwa... Wir haben der Stadt wohl genug Energie zugeführt, dass ihre Verteidigung aktiviert wurde. Und die haben wir dann ausgelöst. Oh! Ja. Oh! Ja. Achtung, Leute. Klingt, als käme der Asura-Technik. Wir kriegen Besuch. Aufgeladen. Wir... Oh, sogar zwei Stück! Oh mein Gott! Zwei Stück sogar. So, aufgeladen. Findet und zerstört die... Wow, mein Leben! Findet und zerstört alle aktiven Sicherungsmechanismen der... Hä? Was bedeutet das? Keine Ahnung, was das bedeutet. Haben wir beide? Ich glaube schon, oder? Findet und zerstört alle aktiven Sicherungsmechanismen des Rodanovus in der ganzen Stadt. Okay. Müssen wir uns mal merken, dass wir den Punkt vielleicht noch holen, weil wenn wir da einfach nur rumrennen müssen, das ist ja dann easy peasy gemacht. Ich stehe also in der Suppe da drin. Keiner mehr. Und sagt mir nichts, dass da noch so ein Vieh ist. Leute. Die Verbindung der Chuck zur Ley-Energie ist seltsam. Ich frage mich, ob sie gegen Mordremos genutzt werden könnte. Bestimmt. Es ist eine Sache. Komm zurück. Dankeschön. Bleib bei mir. Na, komm zurück. Können wir jetzt keine Zeit verschwenden. Kommt zu mir zurück. Leute, bei Fuß. Fuß rein. Nein, zurück. Sag mal. Jetzt, wo das Aggregat läuft, empfange ich eine kräftige Energiesignatur. Ja. Könnte ein Labor sein. Folgt mir und dem Großen hier. Okay. Wir folgen Timey. Und müssen dann gucken, dass wir
alle Sicherungsmechanismen finden und die zerstören. Keine Ahnung, sollte direkt hinter wo die sind. Dieser... Moment. Tut mir leid, das Signal hat sich eben bewegt. Was? Anscheinend ist Schraddels Lay-Ausrüstung noch nicht ganz perfekt. Okay. Schon gut. Bleiben wir in Bewegung, damit es nicht noch mehr Ärger gibt. Okay. Timmy will rein. Wir gehen rein. Okay. Da ist noch so ein Teil. Und da hinten ist noch so ein Ding. Oh, und da kommt der nächste Golem. Ich muss das Ding kaputt machen, sonst macht mich das kaputt. Haben wir den Golem? Ja, okay. Jetzt brauche ich kurz Päuschen. Und Tammy, sind wir wieder auf dem richtigen Weg? Glaube schon. Wir sind fast direkt auf der Quelle. Fast auf der Quelle, okay. Das ist zumindest ein Terminal. Aufgeladen! Da ist ein Terminal. Sie rennt aber rechts lang. Ist das... ein Asura-Portal. Anders konstruiert. Wie cool. Ist es aktiv? Warum leuchtet es nicht, wenn wir hier alles eingeschaltet haben? Gute Frage. Mal sehen. Tja. Gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten... die Energie genügt, um das Portal zu aktivieren. Die schlechten, etwas unterbricht den Durchfluss. Etwas Großes. Aufgeladen. Spürt das Brennen. Na, wo geht denn das Vieh hin? Ah! Braham! Oh mein Gott. Ah! Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Beinahe die nächsten verloren. Ich will keine Kumpanen mehr verlieren. Aber das meiste hat Schraddel erledigt. Ja, das stimmt. Ja, er gehört ebenso zur Gruppe wie ihr. Genau. Stimmt wohl. Klar. Das Portal steht. Was glaubt ihr, wo es hinführt? Ratasu. Soweit ich weiß, waren sie nie verbunden. Es muss tiefer in diese Anlage führen. Wir sollten das testen, prüfen, ob es sicher ist. Wie machen wir das? Jemand geht einfach hindurch und wenn er überlebt, klappt es. Wer will es ausprobieren? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Also, optional meldet euch bei Timmy. Ich würde sagen, wir machen das mit optional erstmal mit Timmy. Tut mir leid. Ja, mir geht's gut, Kommandeur. Naja, eigentlich darf ich ganz offen sein. Ja, klar. Immer doch. Was gibt's? Ich bin gern in dieser Gesellschaft. Alle sind toll. Aber ich bin ein Mitglied dieser Gruppe, nicht ihr Maskottchen. Völlig richtig. Genau. Ihr habt euch auf dieser Mission als sehr fähig erwiesen. Oh, wirklich? Tja, ich wünschte, alle würden so denken. Du bist halt unser kleines Mäuschen. Wir haben halt alle Angst um dich. Ihr seid ein vollwertiges Gruppenmitglied, ob es euch gefällt oder nicht. Genau. Gut, ich verlasse mich da auf euer Wort. Das darfst du. Das darfst du, das darfst du. Okay. Findet die Forschungsergebnisse über Altdrachen. Probiert das heruntergekommene Asura-Portal aus. Es ist vermutlich in Ordnung. Was ist das hier?
Wir haben aber hier noch den findet und zerstört alle aktiven Sicherheitsmechanismen. Okay. Sie sind da dann noch so weitere Viechenteile oder was kann ich mir da drunter vorstellen? Aber ich habe jetzt auch keine große Lust, hier komplett rumzurennen, um alles zu zerstören. Ich verzichte jetzt auf den Helden, auf die Erfolgspunkte-Dings da. Das mache ich irgendwann mal nach. Wir wollen ja hier relativ zügig durchgehen. Heißt, wir flitzen jetzt durch dieses Portal. Hoffen, dass wir in einem Stück rauskommen. Und... Oh, jetzt, oh Gott. Okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Stolze Leistung, dass ihr noch am Leben seid, Kommandeur. Ich sag mal, Vorsicht mit dem Ding. Oh nein, denn jetzt geht's kaputt. Na toll. Ja, da hatten wir ja Glück, dass es jetzt erst ich kaputt hoffe, gegangen es will ist. Keiner auf diesem Weg zurück. Nö. Wo sind wir gelandet? Vor uns findet eine enorme Layaufnahme statt. Ah, wir sind jetzt hier hinten. Okay. Bei den Fängen des Wolfes. Oh mein Gott, das ist lauter Chuck. Wir scheinen in der Unterzahl zu sein. Das ist kein Labor für Sie. Da. Halt, das Emblem auf dieser Sicherheitstür. Ja. Ein Drache. Das muss es sein. Ist schon faszinierend, wie das wir aussieht. Wir müssen durch dieses Chaos und dieses Labor aufkriegen. Das stimmt. Das können wir nicht. Die Tür, diese Treppe hinunter, ist hinüber. Oh. Also sitzen wir hier fest? Der einzige andere Weg hier raus führte durch das Tor, das gerade explodiert ist? Möglich? Wahrscheinlich. Na, wir finden noch ja einen anderen Weg. Es muss doch einen Weg geben, dass die Türen wieder funktionieren. Ich wollte es gerade sagen. Moment mal. Was denn? Wir haben doch bisher immer irgendeinen... Hier. Da fehlt was, oder? Das meinst du doch bestimmt, Tiny, oder? Das alles hier funktioniert mit Ley-Energie. Und diese Ley-Leitung ist kaputt. Hm. Mit ziemlicher Sicherheit hat sie die Türen zu diesem Raum und dem Labor blockiert, als sie kaputt ging. Wenn wir den Energiekreis schließen, gehen bestimmt beide auf. Mhm. Irgendwelche Vorschläge? Mir kommt da ein Gedanke. Schraddel kann die Stelle überbrücken. Seine Ley-Ausrüstung müsste die Energie leiten. Aber überlebt er das? Ich wollte es gerade sagen. Ja, ich bin nicht sicher. Nur, dass er dann am Ende kaputt ist. In Trockenkuppe, als die Inquestur Schraddel zerstörte und euch fast erwischte. Ich kann nicht... Ihr könnt was nicht. Das Risiko eingehen. Entscheidung treffen lassen? Ich bin kein Kind. Na doch, irgendwie schon. Hier muss doch irgendwas anderes rumfliegen, oder? So ein Golem. Meinetwegen. Aber wenn die Türen offen sind, müssen wir immer noch mit einem Haufen Chuck fertig werden. Ich habe auch dafür eine Idee. Okay. Oh, Schraddel, ich hoffe... Schön, Großer. Es ist Zeit. Du weißt, was zu tun ist. Oh, ich hoffe, der grillt sich jetzt nicht. Warum bleibt er stehen? Mach weiter. Ist schon gut. Ich komme klar. Oh, mein Herz. Der verbindet sich jetzt damit, ne? Irgendwie. Oh nein, Schraddel. Schraddel! Oh nein. Oh, Timmy. Armer Schraddel. Wo flitzt denn jetzt hin, unsere kleine Maus? Timmy, wir bauen dir den wieder auf, versprochen, egal wie. Vielen Dank, Timmy. Jetzt zu diesem Chuck. Tja, wir sind hoffnungslos in der Unterzahl. Kommandeur, als ihr noch klein wart, gab es da nicht auch böse Kinder, die mit einem Vergrößerungsglas Käfer verbrannt haben? Ja, wieso? Weil ich gleich böse bin. Das Gerät
steckt in diesem Raum, ist im Prinzip ein riesiges Teleskop. Dann grill sie, Timmy. Ich kann das ganze Licht da drin in die Linsen umleiten und es in einen gigantischen Hitzestrahl verwandeln. Oh ja. Und dann veranstalten wir ein schönes Chuck-Grill-Fest. Oh ja, komm, wir grillen sie. Tut, was ihr tun müsst. Wir geben euch Deckung. Genau. Beschützt Timmy, während sie arbeitet. Okay, Timmy. Wo musst du denn überhaupt hin? Musst du da ganz hoch dann? Oder wie? Was? Oh, die sind ja aber schnell kaputt. Da haust du zwei, dreimal drauf und die sind kaputt. Wo ist sie, die kleine Maus? Da oben, okay. Aber die hätten wir doch auch so einfach kaputt gekriegt. Wo gehst du hin? Ah, da oben gehst du hin. Renn vor, Timmy. Renn vor. Warte auf mich. Warte nicht, dass da oben welche sind. Guck, da ist nämlich einer. Und... Oh, beinahe wäre ich runtergesprungen. Halleluja. Gehst du rechts hoch oder links? Rechts gehst du hoch, okay. Musst du jetzt hier dran? Oder gehst du ganz hoch? Ah, nee, da geht's hin, okay. Oh, guckt mal, wie cool. Sie angegriffen? Nein, ne? Hallo, Bunny. Wie cool. Oh. Wo kommst du auf einmal her, du hässliches Vieh? Ah, oh, die ist schon weiter hochgegangen. Vor lauter Klotzen habe ich sie gar nicht gesehen, die kleine Maus. Ah, Kommandeur! Was denn? Keine Sorge, Timmy. Wir sind hier. Ich wollte es gerade sagen. Die Linsen des Mikroskops sind in Position. Ja. Jetzt muss ich zu der Konsole. Zu welcher? Dann los. Zu welcher denn? Musst du hier links? Nee, sie geht hier hin. Okay. Welche Konsole, Timmy? Ich weiß nicht, welche... Meinst du die da hinten, die große? Ah, nee, hier die Konsole, meint sie. Okay. Aufgeladen. Was jetzt? Moment! Weg mit euren Kabelbeinen von... Alle Lichtbündel im Raum auf eine Stelle ausrichten! Aufgeladen! Alle auf eine, okay. Geht's dir gut, kleine Maus? Glaub schon, ne? Geh weg, lass sie in Ruhe. Geh weg und lass sie in Ruhe. Ja, bis wir da alle gegrillt haben, sind überhaupt keine mehr da, die wir grillen können, weil alle tot sind. Okay, jetzt kommen ganz schön viele nach. Haben wir sie? Okay, meine Feuerelementare, die helfen. Die fliegen durch die Gegend. Da könnt ihr angreifen. Bitteschön. Sonst greift ihr auch jedes mögliche Vieh an. Ah, jetzt greift sie es an. Okay. Sie steht hier noch. Abraham, geht's dir gut? Kommst du klar? Timmy, geht's gut soweit? Ja. Aufgeladen. Ich komme, Braham. Ich komme und helfe dir. Ich brauche noch einen Augenblick. Ja, und jetzt? Dürfen wir hier rein? Und jetzt?
Was denn jetzt? Hier drüben, Kommandeur! Lockt sie hier rüber! Lockt die Chuck in meinen Strahl hinein! Ja. Kommt zu mir! Kommt zu mir! Kommt zu mir! Alle zu mir! Wer will noch ein bisschen mich ärgern? Wer will mich schauen? Dahin kommen sie auch alle. Ja, klar, jetzt bin ich tot. Okay, jetzt bin ich wieder da. Kommt auch los, los. Alle zu mir, alle zu mir, alle zu mir. Los, los. Da hinten haben wir noch welche. Da sind noch welche. Da ist noch eins. Ja, aber da kommen immer wieder neue. Also da kommen immer wieder neue. Und ich fall alles um. Danke, Brian. Irgendwas zieht mir Leben ab. Ich weiß nicht was, aber es zieht mir das Leben ab. Los, komm her. Ah, das setzt uns in Flammen, der Strahl, oder was? Hat's geklappt? War fantastisch. Es riecht auch besser, als ich gedacht hätte. Oh, jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Die Luft ist mein Element. Aufgeladen. Ist es das? Sind wir hier richtig? Startet die Maschinen, dann finden wir es raus. Okay. Mann, Serata Novana waren echt sauer auf Primordus. Okay. Irgendwas über Mordremos? Nein. Naja, irgendwie. Es geht um alle Altdrachen. Was ist es? Bei ihrer ausgiebigen Forschung über Primordus fanden die Rata Novana heraus, dass jeder Altdrache eine Schwäche hat. Also wir wissen, es gibt schon mal mehr als eigene Schwäche. Nur einen, beziehungsweise wir haben jetzt den zweiten. Es gibt ja Jomag, von dem wir aktiv wissen. Nein. Von den restlichen wissen wir ja noch gar nichts. Wie leicht die Flotte zu besiegen war. Das, was ihr und meine Mutter getan habt, um Saitan zu besiegen, wird hier offensichtlich nichts bringen. Also, was machen wir jetzt? Gute Frage. Das sind gute Neuigkeiten, Leute. Wir sind gegen Mordremos losgestürmt, ohne zu wissen, ob er besiegt werden kann. Nur im Wissen, dass wir ihn besiegen müssen. Jetzt wissen wir, es ist möglich. Und wir müssen herausfinden, wie. Genau. Dazu müssen wir näher an Mordremos ran. Und dank dieser Leykarte wissen wir auch genau, wo er ist. Dann gehen wir mal die anderen einholen. Wäre sicher schön, diese Schwäche nicht allein finden zu müssen. Genau, so Taimi, erzähl mal. Für alles, Taimi. War's das dann also mit Schraddel? Oh nein, ich habe schon Pläne für Schraddel 2.0. Kleine Verbesserungen hier und da und Waffen. Viele Waffen. Finde ich sehr aber gut. Aber ohne Golem für die nahe Zukunft ist dies das Ende meiner Reise. Den besorgen wir dir noch einen Golem. Ich bleibe in Ratanovos mit all der wunderbaren Forschung. Bombe! Allein? Seid ihr sicher? Hey, würdet ihr Ridlock fragen, ob er sicher ist? Kann er? Verstehe. Soll ich jemanden in Ratasum verständigen? Sie wissen lassen, dass ihr hier seid. Nein, danke. Ich kümmere mich drum. In, naja, ein paar Wochen oder so. Keine Lust, mal wieder gepflanzt zu werden, was? Nicht wirklich. Na schön, Taimi. Ich hoffe, ich sehe euch bald. Oh ja, und vor ich allem auch, gesund. Und ohne Kratzer. Eins für mich über. Oh, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Mega cool. Jetzt dürfen wir uns was aussuchen. Ein Zepter. Den habe ich schon, den habe ich noch nicht. Den Skin habe ich noch nicht. Nehmen wir den mal. Gefällt mir. Und wir haben wieder was für Sammlungen freigeschaltet. Wow, das war wirklich mega viel, was wir jetzt hier erfahren haben. Wir wissen, wir können ihn besiegen. Wir müssen dafür nur sehr, sehr nah ran an ihn. Kehrt in den Dschungel zurück, um Beherrschungen zu lernen. Trainiert das Giftlehren der Itzel. Ah, okay, okay. Also man sieht genau, wenn man noch nicht so weit ist. Man kriegt immer wieder Informationen an die Hand, was man als jetzt als nächstes machen müsste, wenn man es noch nicht gemacht hat. Heißt, man kann auch so automatisch noch nicht weitermachen mit der Geschichte, vermute ich jetzt mal stark.
So, findet die Fährte, die Rox hinterlassen hat. Okay. Aber wir machen heute Schluss. Die Nachricht abgegriffen, verpflichtet. Doch, ihr könnt etwas über drohende Gefahr entgiften und es verbessert jemanden. Okay. Wir haben hier scheint Nachrichten gekriegt. Die packe ich mir mal an die Seite und lese mir die dann später mal in Ruhe durch, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall müssen wir die Fährte jetzt suchen und wir haben hier hinten den Kreis für Rox. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe sehr, dass es dir soweit gefallen hat. Ich fand's mega, mega spannend. Super cool gemacht. Wir mussten so ein paar Dinge beherrschen. Wir haben einen Erfolgspunkt uns holen können. Wie gesagt, Erfolgspunkte, wenn man gerade neu bei dem Ganzen mit bei ist, dann ist das eher hinterrangig und man möchte auch die Story spielen und kann das dann mit jedem Charakter immer wieder neu machen. Was ich auch mache, ich habe auch Staffel 1 die Erfolge mit anderen Charakteren dann immer wieder gemacht, dass die auch mal die Geschichten haben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wie es weitergeht. Bin mal gespannt, was Rox mit Hearn, glaube ich. Der müsste, glaube ich, auch bei ihr sein, genau. Da haben wir auf jeden Fall irgendeine Prüfung. Hier ist ein Golem, der erwacht ist. Aber auf jeden Fall super, super cool. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich sehr, hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Wünsche dir allerdings jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.